Jo, dann keine Zeit verschwenden. Wir wollten Stahl haben. Gib her. So. Dann brauchen wir grüne Chips. So. Hahaha, sehr gut. Also es schien wirklich so, als wenn die kumulativ Schaden machen. Also es ist nicht so, dass da eine Giftwolke ist und die Giftwolke macht dann 8 Schaden pro Sekunde, sondern das sind überlappende Giftwolken, die jeweils 8 Schaden pro Sekunde machen. Also wenn wir da jetzt 10 Kapseln raufschmeißen, kriegt das Ding 80 Schaden die Sekunde für 20 Sekunden, was 1600 Schaden wäre. Also wenn wir theoretisch 16 Kapseln raufschmeißen, ist das Ding kaputt. Innerhalb von 20 Sekunden. Was aber jetzt ein bisschen viel Ressourcen kostet und ich ja durchgehend noch mit der Schrotflinte draufschießen kann. Aber ich könnte das machen. Das heißt, eine Hit-and-Run-Taktik später besteht darin, ich laufe in die Basis, schmeiß 16 Giftkapseln rein und renne schreien wieder weg. Und nach 20 Sekunden ist ein Spawner kaputt. Eventuell. Slowdown-Kapsel. Das könnte interessant sein, wenn wir gegen Spawner kämpfen. Also keine Spitter-Spawner, sondern Spawner-Spawner. Und da kommen inzwischen dann Medium oder Große raus oder irgendwas Schnelles, wie die Elderweiter waren es, glaube ich. Dann könnten sie damit irgendwie verlangsamen und dann runterholzen, bevor sie uns zu nahe kommen. Und wir sind schon auf 65 Magazine runter. Ich brauche Kupferplatten. Ja, Kupfer. Ja, okay, gut. Das ist alles okay, mach die Kisten voll. Also wir haben nicht wirklich ein Kupferproblem, das Kupfer wohl nur schon weiterverarbeitet. Ist für mich jetzt nicht so toll, weil ich Rohkupfer brauche. Für die Munition, aber das kann ich mir theoretisch ja hier abgreifen. Oder hier zum Beispiel. So, mehr Muni. Mist. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir waren in die Basis gegangen, weil ich davon ausgegangen bin, dass es gleich dunkel wird, ne? Es wurde aber nicht schon wieder hell, oder? Gott verdammt, ich muss diese Uhr fixen. Oder der Mod-Autor muss die Uhr fixen, oder irgendwas fixen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es gleich dunkel wird und dann mache ich die Nacht über weiter das, was ich machen wollte, nämlich die Giftkapseln bauen. So. Die Frames brauchen ziemlich lange. Du brauchst weiterhin Stahl und wir haben keinen Stahl. Kaum. Ja. Hier hast du mal 200 Eisenplatten. 3. Das ist gewagt, aber ich denke, da ich mehr Eisen haben... Wow, okay, da ist gar keine Basis. Ich denke, ich klappe diese Mauer mal um nach hier. Hier, hier. Das könnte da ein wenig problematisch werden, aber ich hätte gerne das Eisenfeld. Das Eisenfeld hätte ich echt ganz gerne, so schnell wie möglich. Aber ja, nächstes Ziel, die Dreierbasis da oben. 3 können schon ein bisschen haarig werden, weil den halt schneller spawnen. Und ich halte halt nicht so viel aus, ne? Vielleicht doch die modulare Rüstung einmal bauen. Und da Schilde reinhauen. Dann muss ich aber auch eine Batterie bauen und 5 Solarpanels, die ich noch gar nicht bauen kann. Richtig? Richtig? Die ganze Zeit über hätte ich eigentlich Roboter herstellen müssen. Ja, die Wirtschaft leidet momentan, die Forschung auch so ein bisschen. Aber es ist Krieg und wir haben ihn angefangen. Das sollten wir ihn auch zu Ende bringen oder so ähnlich. Oh Gott. 3 haben wir da, wir brauchten 5. 5, ja. 50 Bleiplatten haben wir dabei, ist okay. Bau eine Batterie. Was brauchen die Solarpanels? Du siehst aus wie ein Solarpanel. 100, 100 und nur 30 Zeit halten. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Also ich warte jetzt noch ganz kurz, bis der letzte Chip hier fertig ist. Derweil kann ich ja mal gucken, ob irgendwas wieder schief läuft. Die Explosives. Ah, hier, mach nochmal ein Stack davon. Aber ich weiß jetzt halt nicht so ganz, wie sinnvoll das ist. Oh, du hast keine Eisenplatten mehr.
Also es gibt noch bessere Granaten. Die kamen hiermit. Die Highly Advanced Grenades. Sie brauchen dann nochmal 2 Explosives, wo wir dann bei 3 Explosives pro Granate wären. Sie brauchen allerdings auch Tin Plates. Machen dann aber auch 80 Schaden. Was jetzt, ne? Die normalen machen 25, die zweiten 40? 45. Ja, 80 Schaden, das wären dann immer noch 30 Granaten oder so für einen Spawner. Ein bisschen mehr. Ja, ich bin halt verwöhnt. Ich kenne noch die Zeiten damals. Ditec 0.0. Was auch immer. Auch wenn es damals, glaube ich, schon 1.0 hieß, aber egal. Wo man halt im Auto einfach durchfahren konnte oder mit der Combat Shotgun die One-Hitten und so eine Scherze. Das ist halt ein vollkommen anderes Spielen. Wobei ich sagen muss, so wie es jetzt ist, gefällt es mir besser. Ein bisschen Balancing noch und so und dann ist es alles richtig. Weil es war halt ein bisschen albern. Also es ist schön, mächtig zu sein. Das ist in jedem Computerspiel. Es macht halt schon Spaß, aber es muss auch eine Herausforderung da sein. Und das ist definitiv soweit eine Herausforderung. Wobei ich schon den einfachen Weg gehe. Ich gehe jetzt den Öko-Weg mit nicht so viel aggressiven Sachen und so. Außer jetzt halt ein, zwei Basen. Aber smog-technisch sind wir nicht aggressiv. So, wird es gerade wieder hell? Glaub ja. Gib mir den letzten Chip da. Bau das da. Dann wollte ich... Huh. Klapp. Klapp. Hier sind nämlich auch recht viele Eisenfelder. Also ich könnte versuchen, das Gebiet hier einfach frei zu halten von denen und dann immer wieder so... Ich weiß nicht, wie stark die kleinen Würmer waren. Geh mal, mach mal Cut aus. Ne, es wird dunkel, okay. Jetzt war es definitiv vorher hell, jetzt ist es dunkel. Also wir haben es jetzt Nacht und es wird morgens. Gut zu wissen. Aber ja, ich würde ganz gerne testen, ob ich die Würmer da wegkriege. Also sie stören. Ja, sie stören nicht. Warum sollen sie dann weg? Das ist eine gute Frage. Es war einfach nur so ein Bauchgefühl, dass ich sie da weghaben will, weil die vor meiner Haustür sind. So ein Get off my lawn Moment war das. Mit der Schrotflinte, das ist auch recht passend. Aber nee, wenn sie nichts tun, sollen sie auch ruhig da bleiben. Ich laufe also gezielt zu der Zweierbasis da, mache die kaputt. Und dann könnte ich wohl weiter expandieren. Ich sehe mich nur jetzt schon wieder in 30, 40 Folgen mit dem Problem konfrontiert, dass ich nicht genug Ressourcen habe und dass ich nicht in der Lage bin zu expandieren. Deswegen will ich halt so früh wie möglich jetzt expandieren. Aber es bringt mir nichts, wenn ich denn hier runter, da irgendwie eine Mauer habe und dann hinter meiner Mauer irgendwas spawnt. Wobei ich in den Kommentaren schon beruhigt wurde, dass es eigentlich nicht gehen soll. Eigentlich müssen sie von ihrer Basis aus Scouts losschicken und dann haut das hin. Viele Mauern. Bauernmauern. Shift links. Okay. Ich mach das einfach. Ist mir jetzt Wumpe. Denn ist das unser äußerer Ring und das hier ist unser innerer Ring. Und dann versuchen wir uns halt Ressourcen in dem äußeren Ring zu schnappen und wenn der äußere Ring überrannt wird, wird er halt überrannt. Das ist nicht so schlimm. Ja, okay. Und ich kann dann schon mal sicherstellen, dadurch, dass die Mauer da ist, dass ich immer gewarnt werde, wenn jemand angreift. Die da sind ein Ticken zu nah dran. Aber es ist auch nur eine Zweierbasis. Die kriege ich auch weg, hoffentlich. So, es wird hell. Carpe diem. Da. Wobei, ich glaube, die Leute damals mit Carpe diem haben nicht daran gedacht, mit Schrotflinten den Tag möglichst effektiv zu nutzen. Da gab es eher andere Prioritäten. Aber man muss sich den Zeiten anpassen. Und für den armen kleinen Techniker hier heißt das Aliens töten. Musste ganz schön viel Gepäck auf dem Rücken. Thermoskanne, Schrotflinte, komisches Friemelzeug. So, da sind auch 2 davon dabei. Erstmal alles kaputt. Ja, kommt jetzt schon ein bisschen mehr. Würmer müssen möglichst schnell weg. So. Oh, 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 oh. Ja,
Da waren Dingens dabei. Splitter waren halt dabei. So, die sollten jetzt alle instant... Ich sehe nichts. Krieg kaum Schaden, okay. Holz mal alles da rein. So, jetzt muss ich innerhalb von 20 Sekunden beide Spawner zerstören, sonst spawnt da wieder was und das ist gleich vorbei. Das war nicht schlau. Also ich sollte das nächste Mal das besser aufspreaden. Also einwerfen, warten, einwerfen. Forschung. Einwerfen, warten, einwerfen, warten, damit durchgeht die Giftwolke da ist, damit die Respawns halt gekillt werden, weil ich habe nicht mehr viele Lebenspunkte. Aber wenigstens haben wir den Splitter-Spawn halt gekillt. Das heißt, wenn irgendwas spawnt, habe ich jetzt auch Zeit drauf zu... Bist du ein Medium? Du bist ein Medium. Und damit ist die Arschdrehzeit vorbei. Ich hoffe, ich kriege das Ding jetzt noch klein, bevor die mich klein kriegen. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Jo. Oh Gott, okay. Mitnehmen, mitnehmen. Dum, 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 dum. Ja, ich kann das nachvollziehen. Komischer Technikermann. Es war gerade ein wenig spannend. So, wir haben 39 Alien-Artefakte bekommen. Haben jetzt allerdings Medium weiter. Und es ging, wie ich sagte, flott. Das heißt, wir schnappen uns jetzt so schnell es geht das Territorium hier. Ich nehme jetzt nicht das Ganze, was ich eigentlich nehmen könnte. Ich nehme nur das, was ich gerne hätte. Entschuldigung. Kapitalistenkram und so. Du da. Ich hoffe mal, das hält und ich werde gewarnt und so. Das ist ja deren einzige Aufgabe eigentlich momentan. So, zieh das jetzt hier einmal rum. Es werden eine Menge Steine. Hallo Eisenwelt. Gegen dir mache ich das alles hier. So, und hier ziehen wir jetzt runter. Ja, bis da so ungefähr. Die eine Basis da ist echt viel zu nah dran. Ich verstreue die mal so ein bisschen in der Hoffnung, dass wenn weiter kommen, dass sie die Mauer als ein lohnendes Ziel sehen. Ich glaube, das war... Sie sind falsch. Ich glaube, der da ist richtig. Ja, muss eh jetzt zwei Mauer später hin. Dass sie es als lohnendes Ziel sehen und dann einmal reinbeißen und ich den gewarnt werde. Weil es ist halt was von Spielern platziertes. Etwas nicht natürliches auf ihrem Planeten. Und dann werden sie es zerstören wollen. So. Lebenspunkte sind fast voll. Ich versuche nochmal die Dingens da unten weg. Was sind... Big Worm. Nein, versuche ich jetzt nicht. Also, ja, es ist wirklich so. Sobald man ein, zwei Basen gekillt hat, geht die Evolution sprunghaft voran. Und man hat echt Probleme, da hinterher zu kommen. Das heißt, zurück zur Basis. Ganz viele Mauern bauen. Ich denke mal auch jetzt doch schon... die da bauen. Sonst brauchen wir zu viele Ressourcen zum Schießen. Und wir werden bald angegriffen werden. Das ist ziemlich sicher. Ja. Also Lasertürme bauen, ganz viele Mauern bauen, die Stromversorgung exponentiell erweitern. Und die Forschungsstufe 5 machen. Also die, Quatsch, die Military 4 war es, glaube ich. Die machen. Dafür müssten wir nur erstmal die Alien-Dinger da herstellen. Da. Wie viel brauchten wir? T. 150, also 15 mal klicken. 1, 2, 3, 4. So. 15. Der Gerugon der ganz weiten Zukunft wird wahrscheinlich jetzt fluchen, weil ich die schönen Alien-Artefakte 1 zu 1 oder 1 zu 10 umtausche und nicht 1 zu 10,25. Aber so pingelig bin ich jetzt noch nicht. Und außerdem habe ich keine Wahl. Ich muss jetzt Military 4 bekommen, damit ich überhaupt so lange überleben kann, bis ich später fluchen kann. Und so. Also, da runter. Durchkämpfen. So. Ihr seid jetzt ganz wichtig. Du bist Leia, oder? Ja. Ja, damit.
Her damit. Mauern bauen. Ja. Was ist mit dir? Oh, du bist leer. Das ist nicht gut. Dann. Hier. Da. So. Ja, also. Military 4 bauen, Lasertürme auch schon mal ein paar bauen, ganz, ganz viele Steam Engines bauen und Liquid Handler und all so Gedöns. Die hier alle auf Sauberwasser umstellen. Und eigentlich könnten wir die alle umstellen, dass sie das da machen. Den kriegen wir Sand für Mauern. Wir kriegen Stein für Steinzahnräder und Steinmauern. Wobei ich eigentlich Sandmauern lieber hätte, weil sie mir aushalten. Jedenfalls früher. Wir kriegen ab und an Gold und ab und an Eisen. Für Lau. Ja. Mach erstmal so. Mach jetzt erstmal bitte Sand, weil wir gerade aus aktuellem Anlass Sand brauchen. Du mach bitte auch. Pack. Du mach bitte auch Sand. So, jetzt kriegen wir ganz viel Sand. Hieraus machen wir später eine Bitschönkiste und dann haben wir ganz viel Sand für die Mauern uns. Wobei, Sand sollten wir von Hand machen, ne? Was war irgendwie ein 2000er Stack und die Roboter holen nur einzelne ab. Ne, die holen, glaube ich, auch einen ganzen Stack ab. Muss ich mal testen später. Aber ja, Sandmauern wäre auch noch so eine Sache. Forschung. Unter was fallen jetzt nur Sandmauern? Oh, ein Panzer. So ein Lasertank? Braucht 2 Lasergewehre, die wir noch nicht haben. Braucht 50 Tungstenplatte. Ich glaube, das war gar nicht mehr so schwer hier. Früher war es ja echt ein Krampf, aber jetzt sollte es eigentlich gehen. Ich wollte erstmal das da. Damit ich die bauen kann, weil die machen schon mal einen richtig schönen Upgrade wieder. Und dann noch die tollen Granaten austesten. Ja. Research. Achso. Ja, ich sollte auch die Science Packs verteilen irgendwie. Das heißt, wir machen jetzt bei jedem. Hier hätten sie gerne ein. Nicht 200. Ein. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Bildet. Links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So. Damit sie gleichmäßig verteilt werden. Dann schmeiße ich sie rein. In irgendeine Kiste. Da. Und dann kommt das gleich. Dann könnte es sein, dass irgendeiner mehr bekommt, weil manchmal sind die ein bisschen komisch. Aber dann muss halt das Ding das alleine machen. Ist okay. Das heißt, wir haben gleich panzerbrechende Munition. Also panzerbrechende Schrotflintenmunition. Problem ist aber immer noch, ich bin sehr squishy. Das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich die Power-Armor, die ich vorhin nicht bauen wollte. Wobei es richtig ist, ich wollte ja zuerst die Military. Ne? Das ist alles okay. Jetzt speichere ich aber erstmal ab. Wir sehen uns gleich wieder.